Hallo meine lieben Ananasse und willkommen zurück beim Armin-Spin-Off von Sweet Amoris. Wir spielen die Superzwillinge. Und ja, unsere letzte Frage war, welche Farbe hatte Hulk, bevor er grün war? Und ich hatte euch darum gebeten, mir das in die Kommentare zu schreiben. Bin aber natürlich nicht ganz blöd, habe auch selbst recherchiert. Und wir wurden tatsächlich sogar von Patrick drangenommen. Und deswegen werden wir ihm jetzt auch die richtige Antwort sagen. Und die lautet nicht rot, nicht gelb, sondern grau. Absolut richtig. Ich sah, wie Armin mich anlächelte. Er ist wahrscheinlich gerade mega stolz. Da das Druckpapier anfangs von schlechter Qualität war, war es schwierig, den Original-Grauton immer gleich zu reproduzieren. So wurde Hulk schon bald grün. Das ist lustig, denn die Simpsons sind aus denselben Gründen, Kosten und technische Schwierigkeiten, gelb geworden. Das war günstiger, als sie grün zu machen. Ernsthaft? Das ist ja witzig, das wusste ich auch nicht. Patrick sprach weiter über die verschiedenen Epochen in der Geschichte der Comics und über die grafischen Entwicklungen. Solch ein interaktiver Unterricht macht Spaß und viele Schüler beteiligen sich daran. Armin hat noch zahlreiche Fragen beantwortet und so Melodies Ehrgeiz geweckt, die daraufhin versuchte mitzuhalten. Ich muss zwangsläufig lächeln, wenn ich Armin dabei beobachte, wie er so viel Spaß hat. Die Glocke kündigte schließlich das Ende der Stunde an. Oh nein, es ist schon so spät. Wir hatten gerade solchen Spaß. Das ist nicht fair. Ich möchte noch eine Frage. Oh nein, du hattest deine Chance. Gib einfach zu, dass ich auf diesem Gebiet der Bessere von uns bin. Los, Lee. Lass uns aus dieser Klasse von Verrückten verschwinden. Die Schüler begannen, den Raum zu verlassen. Ich sollte mich beeilen, wenn ich die anderen zur Ausstellung einladen wollte, wie ich es Armin versprochen hatte. Jo? Während ich die Klasse verließ, bemerkte ich, wie Armin Alexi verstohlene Blicke zuwarf, der gerade mit Viola und Rosa sprach. Es sah so aus, als wäre er gerne zu ihnen gegangen, traute sich aber nicht. Damit wieder alles ins Lot kommt, muss Armin sich aber auch ein bisschen anstrengen. Hey, worauf wartest du? Ach, wenn man das nur wüsste, gell? Oder... Guck, da ist Alexi! Oder sei nicht so schüchtern. Naja, Armin, schüchtern... Ich weiß ja nicht. Guck, da ist Alexi, kommt mir gerade gar nicht so blöd vor. Hey, worauf wartest du? Hey, worauf wartest du? Ja, worauf soll er blöde gesagt schon warten, ne? Ich kann mich nicht entscheiden, kann mich nicht entscheiden, kann mich nicht entscheiden. Ach, hey, worauf wartest du? Ich weiß nicht. Alexi ist im Moment etwas unvorhersehbar. Vielleicht später? Mach dir doch nicht solche Probleme. Es wird schon gut gehen, du wirst sehen. Und ich bin bei dir. Ich habe Armin den Schubs gegeben und er ist ein paar Sekunden stumm vor Rosa, Alexi und Viola stehen geblieben. Armin, wolltest du was? Also, Wuli hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich wegen der Ausstellung momentan in meiner Begeisterung etwas übertreibe. Ich liebe Comics und dachte, es würde euch gefallen. Ja, und dabei hast du vergessen, uns nach unserer Meinung zu fragen. Ach komm, Alex, jetzt sei halt nicht so, du kennst doch deinen Bruder. So ist das immer mit dir. Solange es dir passt, interessierst du dich überhaupt nicht für die anderen. Aber das stimmt doch nicht. Ich habe echt genug davon. Du kannst gern machen, was du willst, aber ohne mich. Ich habe Besseres zu tun. Leute, das ist doch nicht euer Ernst.
Rosa hat mir einen Blick zugeworfen. Auch sie leidet unter den Gemütsschwankungen der Zwillinge und ich denke, das macht sie genauso traurig wie mich. Ich bin mir nicht sicher, dass die Ausstellung sie interessiert, aber sie wird sicher mitkommen. Und wenn es nur dazu dient, die beiden zu versöhnen. Willst du wirklich schmollen? Die Ausstellung scheint mir nämlich echt cool zu sein. Ich werde auf jeden Fall mit Lay drüber sprechen. Für ihn ist das eine gute Gelegenheit, euch alle mal außerhalb seines Ladens zu treffen. Rosa blickte zu Viola, um eine Antwort von ihr zu hören. Die Ausstellung interessiert mich sehr. Ich hoffe, es gibt dort schöne Kunstbände. Die kann ich mir stundenlang angucken und außerdem nutze sie als Zeichenhilfe. Wie schade, dass du nicht mitkommen willst, Alexi. Ich dachte, du würdest gern mit uns dorthin gehen. Ich weiß nicht. Ist nicht so mein Ding. Bewusst oder unbewusst scheint Viola das Spiel mitzuspielen. Er verbringt gern Zeit mit ihr und das ist ein gutes Argument, um ihm zum Mitkommen zu überreden. Rosa warf mir einen eindringlichen Blick zu. Nach meinem telepathischen Verständnis ist es nun mir etwas zu sagen. Aber was könnte Alexi sonst noch überzeugen, mitzukommen? Stimmt, das ist echt schade, denn dort ist auch Kentin. Naja, er steht auf Kentin, aber... Oder sind vielleicht auch hübsche Typen. Wäre vielleicht in dem Falle die etwas bessere Antwort. Ich weiß es nicht. Ich meine, bei Kentin wissen wir, dass er auf ihn steht. Aber vielleicht ist das jetzt ein bisschen too much, wenn wir sagen Kentin. Vielleicht ist es besser, wenn wir sagen... Oh, keine Ahnung, Mann. Wir wissen ja auch noch nicht mal, ob Kentin mitkommt. Das wäre totaler Blödsinn, das jetzt zu sagen. Also sind vielleicht auch hübsche Typen. Ich meine, dass du eine einmalige Gelegenheit verpassen könntest, wenn du dieses Wochenende nicht ausgehst. Ja, eben. Du kannst nie wissen, wem du begegnen könntest. Und eine Ausstellung ist wirklich ein romantischer Ort, um jemanden kennenzulernen. Mädels, ihr seid mir echt ein bisschen unheimlich. Nur weil ihr glücklich vergeben seid, habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch um mich zu kümmern? Ich werde auch ohne Freund überleben, ich schwör's. Ach was, das sagst du nur, weil du die große Liebe noch nicht gefunden hast. Was er schon bald tun wird. Spoiler. Ich werde wohl mitkommen. Aber wirklich nur, weil ihr mir Angst macht. Perfekt, geschafft. Ich zwinkerte Rosa heimlich zu. Ach, da ist ja der Übeltäter. Also quasi, gut, dass ich nicht drauf angesprochen habe. Hey zusammen. Ihr scheint was auszuhacken, worum geht's? Es ist ihnen echt wichtig, dass ich dieses Wochenende mit dieser blöden Marvel-Ausstellung komme. So wie ich Wooly und Rosa kenne, werden sie keine Ruhe geben. Rette mich! Willst du nicht mitkommen? Wenigstens wäre es mit dir besser auszuhalten. Sag ja, bitte. Na, ja, eigentlich scheint es ganz cool zu sein und außerdem Fitnessstudio habe ich nichts vor. Was, außer dem Fitnessstudio hast du nichts vor? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das mag, dass das T-Shirt hier so hoch gelugt. Aber, naja. Kommt außer euch fünf sonst noch jemand? Wooly und ich wollten mehr oder weniger alle einladen. Wir könnten uns nach dem Unterricht im Café treffen, um die Details zu besprechen, wenn euch das passt. Alle haben zugestimmt und ich bin mit Armin weggegangen. Ich bin froh, dass Kentin mitkommt. Wir sind schneller, wenn wir uns trennen, oder? Oh. Du siehst enttäuscht aus. Wolltest du die Zeit mit mir verbringen? Ja, schon. Kann ich das wieder gut machen? Mit diesen Worten nahm er mein Gesicht in seine Hände und küsste mich lange. Ach, Armin, du hast sowas von keine Ahnung von Frauen und trotzdem bist du so süß.
Die Zärtlichkeit seiner Lippen und seine Finger, die sich in meinen Nacken näherten, lösten eine Gänsehaut bei mir aus. Wie kann man jemanden, der so gut küssen kann, böse sein? Ich hätte stundenlang so stehen bleiben können. Aber wir stehen mitten auf dem Schulflur. Wir blockieren den Durchgang und Schüler drängen sich pfeifend an uns vorbei. Oh Gott, wie peinlich. Hey, habt ihr nichts Besseres zu tun? Wir sollten das an so überlaufenden Orten vielleicht eher vermeiden. Oh, er ist rot, wie süß. Mach dir keine Sorgen, Wuli. Ich hab fest vor, später weiterzumachen. Wenn weniger eifersüchtige Leute unterwegs sind. Nach einem letzten flüchtigen Kuss ging ich in meine Richtung davon. Die da wäre der Biochemieraum. Nein. Im Kunstraum ist auch niemand mehr. In der Mensa auch nicht. In der Schulbibliothek auch nicht. Was hätte man auch anderes erwarten sollen, als dass Castiel sich wieder im Keller rumtreibt? Okay. Das Castiel. Ich frag mich, ob sie ihn interessieren könnte. Ich glaube nicht, dass er ein großer Comic-Fan ist, oder? Bei ihm kann man sowas schwer sagen. Jetzt zögere ich. Hey, Wuli. Er hat mich zusammenzucken lassen. Pff, Idiot. Oh, hallo, Castiel. Was gibt's? Ich sehe doch, dass du mir was sagen möchtest, dich aber nicht traust. Ach ja, wie kommst du drauf? Du stellst manchmal Fragen. Ich weiß nicht, vielleicht, weil du immer in irgendwas verwickelt bist? Ja, also... Das ist wirklich schwierig, jetzt mit Castiel zu sprechen. Wirklich, Leute. Wirklich extrem schwierig für mich. Eigentlich würde ich direkt gerne wieder mit ihm flirten. Aber das darf ich jetzt nicht. Ich meine, das geht, glaube ich, hier sowieso nicht. Aber, okay. Ach, das interessiert dich sicher eh nicht. Lassen wir das. Oder, würdest du mit so einer Marvel-Ausstellung kommen? Zu der, über die wir im Unterricht gesprochen haben. Oder ich wollte dich zu der Marvel-Ausstellung einladen, aber ich glaube, das passt nicht so gut zu deinem Bad Boy-Image. Ah. Ja, eigentlich würde ich am liebsten das Letzte sagen. Weil das irgendwie so am meisten Cass ist. Aber. Küsse, bei Cass ist das immer ganz, ganz schwierig. Es könnte gut ausgehen. Es könnte aber auch genau in die falsche Richtung gehen. Und das ist bei ihm doch meistens eher der Fall, würde ich behaupten. Deswegen bin ich jetzt eher neutral, weil ich glaube, wenn wir das sagen, ist er angepisst. Dieses Jahr, dann sag's halt nicht, geh halt wieder. Aber, ja, das hier ist so wertend. Nee, ich sag jetzt das. Nein, das interessiert mich eher nicht, wieso? Mit Armin und den anderen wollten wir alle zusammen was unternehmen. Wenn du mir eine Bar oder ein Konzert vorgeschlagen hättest. Ich bin mir nicht so sicher, ob Schüler in eine Bar gehen dürfen. Oh Gott, wir flirten schon wieder. Leute. Nein, wir sind jetzt gerade eben mit Armin zusammen. Das geht nicht, Cass. Hör auf, so lieb zu lächeln. Also so verschmitzt zu lächeln. Mann, hör einfach auf, so geil zu sein. Was für eine Spaßverderberin. Gut, also wie ich dich kenne, musst du wohl noch die halbe Schule einladen. Ja, so ist es. Bis später. Oh. Das ist echt nicht so leicht. Ich sah Nathaniel, Pia und Kim hinten in der Klasse sitzen. Das war die Gelegenheit, alle drei gleichzeitig einzuladen. Hallo, Leute. Können wir dir helfen? Suchst du jemanden?
Eigentlich tatsächlich alle. Es geht um die Marvel-Ausstellung, über die wir im Kunstunterricht gesprochen haben. Habt ihr Lust, dieses Wochenende alle zusammen dahin zu gehen? Ich denke, das wird dir gefallen, Nathaniel. Armin hat mir erzählt, dass du ein großer Deadpool-Fan bist. Na, Fan ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Er hat mir den ersten Teil des Comics geliehen und der gefällt mir bisher ganz gut. Ich hätte wissen müssen, dass Armin in seiner Begeisterung übertreiben würde. Also nicht? Doch, klar. Ich find's cool, dass wir uns außerhalb der Schule treffen. Ist mal was Neues. Und eine Ausstellung ist schließlich auch was Kulturelles, oder? Stimmt. Ich weiß nicht viel darüber, aber ich bin neugierig. Hast du nicht mal den letzten Avenger-Film gesehen? Da gibt's einen sprechenden Waschbären. Wirklich cool. Ja, tatsächlich. Einen sprechenden Waschbären. Oh, Kim, du bist die Geilste, ehrlich. Und was für ein Unsinn. Doch, echt? Heißt das, du kommst auch mit Kim? Ja, ich habe echt keine Ahnung von Comics. Aber ja, warum nicht? Ich habe dieses Wochenende eh noch nichts vor. Ich habe sie nach dem Unterricht ins Café eingeladen und mich dann aus dem Staub gemacht, während Nathaniel versuchte, Kim die Handlung von Deadpool zu erklären. Na, viel Spaß. Gartner G? Ach, Lysander. Da ist Lysander. Obwohl eher das Schreiben seine Leidenschaft ist, frage ich mich, ob er sich für Comics interessiert. Aber was? Blam. Ah! Mir blieb keine Zeit, zur Seite zu springen, da ist er schon mit voller Wucht in mich reingekracht. Hä? Wuli, was machst du denn? Bleibst du mitten auf der Allee stehen? Das ist gefährlich, findest du nicht? Ich kann die Frage umgehen. Wie hast du es nur geschafft, mich zu übersehen, obwohl ich doch in der Mitte des Weges stand? Oh, ich glaube, ich war mit den Gedanken woanders. Entschuldige bitte. Ist alles gut? Ja, sehr gut. Du könntest mir tatsächlich helfen, wenn du eine Leiche loswerden müsstest. Was würdest du machen? Bist du sicher, dass alles gut ist? Die Antwort finde ich irgendwie witzig. Bist du sicher, dass alles gut ist? Oder ich würde mir Säure und eine Plastikwanne beschaffen. Oder ich habe gehört, dass Schweine da nützlich sind. Was zur Hölle? Essen Schweine die Leiche auf oder was? Aber dann bleiben doch immer noch die Knochen. Und solange es so jemanden wie Bones gibt... Nee, da dürfen keine Knochen übrig bleiben. Da weiß man sofort, was passiert ist. Ich weiß nicht, ich finde die erste Antwort jetzt so witzig, dass ich das echt gerne sagen würde, aber ich tendiere noch so ein bisschen zu B auch. Schwierig. Die Antworten sind alle gar nicht so schlecht. Okay, ich sag jetzt A. Bist du sicher, dass alles gut ist? Ja, klar. Warum? Oh, entschuldige, ich erklär's dir. Mach dir keine Sorgen, ich plane nicht, jemanden umzubringen. Ich sammle nur Ideen für eine Kriminalgeschichte. Nathaniel hat mir von einem kreativen Schreibprojekt für junge Schriftsteller erzählt. Wir müssen in einem Monat eine mehrseitige Kurzgeschichte schreiben. Das hat meine Neugier geweckt und seit circa einer Woche beschäftige ich mich jetzt damit. Schreibst du normalerweise nicht eher Liedtexte? Oder das scheint mir aber eine ziemlich große Herausforderung zu sein. Oder, und worum geht's in deiner Kurzgeschichte? Ich bin jetzt definitiv neugierig. Worum geht's? Es geht um ein Verbrechen im viktorianischen Zeitalter. Ich würde dort gern die Anfänge der Fotografie einfließen lassen. Weiß aber nicht so genau wie. Naja, vielleicht als vom Tatort her, dass da Fotos gemacht werden. Es ist aber noch etwas früh, um darüber zu sprechen. Aber ich jedenfalls sprühe ich vor Ideen. Es klingt wirklich spannend. Ah ja, wolltest du mich eigentlich irgendwas fragen?
Ja, sag mal, hättest du Lust, am Wochenende mit in die Ausstellung zu kommen, über die wir im Kunstunterricht gesprochen haben? Das ist nett, aber ich habe neben dem Schreiben praktisch keine freie Zeit. Mir liegt dieser Wettbewerb wirklich sehr am Herzen. Ja, natürlich, das verstehe ich vollkommen. Also dann viel Glück. Danke, Wuli. Hoffentlich nächstes Mal. Ich nehme dich beim Wort. Lysander ist weggegangen. Okay, also Lysander kommt schon mal nicht mit. In den Umkleiden ist, wie erwartet, niemand. Wo waren wir denn noch nicht? Ah, in der Bibliothek, okay. Iris sitzt an einem Tisch. Sieht aus, als lerne sie. Ich habe mich neben sie gesetzt und geflüstert, um die Dokumentalistin nicht gegen mich aufzubringen. Dokumentalistin? Was zur Hölle ist denn eine Dokumentalistin? Ich schätze, sie meint Bibliothekarin? Okay. Ja, vielleicht gibt's das auch und ich kenn's nur nicht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ein Dokumentalist ist. Und ob's das gibt. Also, das eine schließt das andere ja direkt aus, aber naja. Psst, Iris, wie geht's? Gut, wieso? Sehe ich nicht so aus? Irgendjemand hat mir schon mal gesagt, dass ich verärgert aussehe, wenn ich lerne. Verärgert eigentlich nicht. Sie sieht eher aus, als versuche sie, irgendwelche Hieroglyphen zu entziffern. Nein, mach dir keine Sorgen. Hättest du am Wochenende Zeit, zusammen in die Marvel-Ausstellung zu gehen, über die wir im Unterricht gesprochen haben? Ich weiß nicht, ob du solche Sachen magst. Oh ja, danke für die Einladung. Ich mag sowas tatsächlich und... Ich habe auch große Lust, die Ausstellung zu sehen. Wann gehen wir hin? Iris und ich sind zusammengezuckt. Seit wann versteckt sich Melody hinter den Bücherregalen, um Gespräche zu belauschen? Ich weiß nicht genau. Wir entscheiden das nach dem Unterricht. Dafür treffen wir uns später alle im Café. Oh, Melody, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Iris hat so getan, als ob nichts wäre. Sie ist aber ganz schön blass gerade. Du magst also Comics? Ich dachte, im Unterricht ist das Gegenteil verstanden zu haben und... Ich mag sie sogar sehr. Vielleicht kennt ihr ihn nicht, aber was Ted Poole angeht, bin ich unschlagbar. Ja. Wir haben schon des Öfteren festgestellt, dass ich, was sowas angeht, definitiv kein Experte bin. Deswegen, ja, wollen wir da einfach mal nicht weiter drüber reden. Meinst du Deadpool? Ja, genau, ich hab mich bloß versprochen. Ich vergöttere Deadpool. Na klar. Sie muss mich mit Nathaniel drüber sprechen gehört haben und jetzt tut sie so, als würde sie ihn kennen. Melody ändert sich irgendwie nie. Ich hatte gar nicht an sie gedacht, aber wo sie sich jetzt schon mal selbst eingeladen hat. Oh, und wenn sie letztendlich wirklich Freude macht? Mädels, ich muss weg. Vergesst nicht, heute Abend treffen wir uns im Café, okay? Alles klar. Du kannst auf mich zählen. Ich habe den Raum leise verlassen. Jetzt geht's ins Café. Das da war wo? Da. Ich bin vor dem Café angekommen, werde jetzt aber leider diese Szene hier beenden müssen und dann erst später mit den anderen im Café reden können. Deswegen verabschiede ich mich jetzt nach morgen, bis morgen, wie auch immer, und sage ciao, ciao, meine lieben Ananäschen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.